Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der Serie Gelenke am Bewegungsapparat mit entsprechenden Beschwerden. Und meine Frage heute wäre erstmal an dich, kennst du das? Also hast du schon mal selber Beschwerden im Bereich des Fußes oder des Unterschenkels gehabt? Denn das ist heute das Thema. In Form von Hammerzehen, Krallenzehen, Joggerschienbein, Fersensporn unter der Ferse oder hinten an der Ferse. Was fällt mir noch ein? Sämtliche Arthroseformen im Bereich des Sprunggelenks, der Zehen, der Mittelfußknochen, wie auch immer. Hattest du vielleicht auch schon mal einen Fußbruch und im Anschluss weiterhin Beschwerden? Wenn das so ist oder wenn es dich einfach nur so interessiert, dann bleib bitte dran, denn genau das wird unser Thema heute sein. Erstmal der Aufbau des Fußes, die Anatomie und vor allen Dingen dann eben auch die möglichen Krankheitsbilder. So, und wir starten. Mein Freund hat sich schon vorbereitet. Erstmal mit dem Aufbau des Fußes. Und zwar, na, ich zeige es mal bestenfalls so. Ist übrigens gut, dass er so gelenkig ist hier. Der Fuß besteht aus 7 Fußwurzelknochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. An diesen Fußwurzelknochen grenzen dann die Mittelfußknochen, 5 Stück an, die wiederum dann beim Großzeh weitergehen in die 10 Knochen, da haben wir 2 Stück beim Großzeh. Bei den übrigen 4 Zehen gibt es sogar 3 Zehenknochen. 1, 2, 3. Ich hoffe, das ist noch alles sichtbar hier. Hinten haben wir das Fersenbein und hier den sogenannten Talus. Und der hat eine gelenkige Verbindung einerseits zum Schienbein und zum Wadenbein. So, was der Fuß alles kann, ist eine Beugung und eine Streckung und eine Supination, eine Pronation, ne, im Sprunggelenk, im unteren Sprunggelenk, eine In- und Eversion. Also es ist einfach eine Rotationsbewegung nach innen und außen. Das ist jetzt hier etwas schlecht darstellbar, aber ich hoffe, ihr könnt es so gut es geht erkennen. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier in dieser Anatomie-App. Also Fersenbein, Talus mit Verbindung zum Schienbein und zum Wadenbein. Und hier seht ihr die Fußwurzelknochen, die Mittelfußknochen und hier entsprechend die 10 Knochen 1, 2, 3 und beim Großzeh sind es 2 Stück. Gehalten wird vor allem der Fuß durch unheimlich viele Bänder, also vor allem auch stabilisiert. Und für Bewegung in diesen Gelenken sorgen bekanntermaßen die Muskeln. Und wie ihr schon wisst, sind die Muskeln in der Regel auch Verursacher für all die Beschwerden, die wir in diesen Bereichen entwickeln. So, und dann fangen wir mal mit einer Beschwerde an, und zwar mit dem Joggerschienbein. Und da haben wir hier, ja, den Musculus tibialis anterior. Der kommt hier oben vom Schienbein, zieht über den Unterschenkel, unten bis an den Fußwurzelknochen und an den ersten Mittelfußknochen. Dieser Muskel, na, das soll jetzt der Fuß sein und der Unterschenkel. Dieser Muskel hebt den Fuß, das ist seine Aufgabe unter anderem. Und warum heißt es dann Joggerschienbein? Wenn du mal überlegst, wie oft beim Joggen, beim Gehen, wie auch immer, dieser Muskel aktiv ist, immer wieder in diese eine Richtung, dann kannst du mal darüber nachdenken, wie häufig er diese Bewegung macht
Immer nur in die eine Position. Und das baust ohne Ende Restkontraktion, also Spannung in diesem Muskel auf. Und das ja meistens über Jahre und Jahrzehnte, ne? Wie ich es dann tue. Und wenn ich den nicht regelmäßig von dieser Spannung befreie, indem ich immer ordentlich aufdehne, und was machst du in so einer Position? Also wie oft ist der Fuß tatsächlich mal in dieser Spitzfußstellung? Dann polarisiert auch dieser Muskel, baut Spannung auf und gurtet sich zu. Das heißt, er verkürzt, ne? Er wird unnachgiebig. Und wenn du mal schaust, wenn dieser Muskel, der von oben startet, bis da unten zieht, immer wieder sich zuzieht und zugurtet, dann baut er natürlich extrem viel Spannung auf. Und dieser Muskel direkt am Schienbein ist teilweise dann so unter Spannung, dass er langfristig beim Heben des Fußes anfängt zu schmerzen, weil er einfach überlastet ist. Man hat das auch häufig bei, ich habe das in der Praxis schon mal bei Lkw-Fahrern, ne? Wenn die ständig den Fuß oben halten müssen, gerade auch im Stau, dann ist dieser Muskel unglaublich aktiv und er wird einfach nie befreit von der Spannung und deswegen entsteht dann langfristig logischerweise dieser Alarmschmerz, weil der Körper uns genau auf diesen Missstand dann auch hinweisen möchte. So, jetzt drehen wir den Unterschenkel mal um und kommen zu einer auch recht verbreiteten Beschwerde. Das ist der Fersensporn. Da gibt es zwei. Einer setzt direkt hinten an, und zwar da, wo die Achillessehne an der Ferse ansetzt. Und die Achillessehne gehört ja, wie ihr vielleicht wisst, zum Gastrocnemius, das heißt zum Zwillingswadenmuskel, der vom Oberschenkel kommt, übers Knie zieht, bis unten an die Ferse. Dieser Muskel macht zum einen neben der Beugung im Sprunggelenk, also er zieht den Fuß nach unten, eine Kniebeugung. Und dann kannst du auch wieder darüber nachdenken, wie oft du in dieser gebeugten Position bist, beispielsweise beim Sitzen. Und da wir das ja über Stunden tun, vielleicht auch nachts die Beine noch ranziehen, wird dieser Muskel auch immer kürzer und unnachgiebiger und baut Spannung auf. Und wenn der sich zusammenzieht, zieht er natürlich vor allen Dingen an den Strukturen, an denen er ansetzt. Und das ist natürlich da unten die Ferse, das Fersenbein. Und je mehr dieser Muskel in diesem Bereich zieht, umso schmerzhafter wird es natürlich direkt an dieser Ansatzsehne. Ja, und da nennt man das dann Ansatzsehnen-Tendopathie. Die Lösung ist natürlich langfristig auch da, diese Spannung wieder zu befreien, um den Druck vom Knochen zu nehmen und natürlich dann auch den Schmerz überflüssig zu machen. So, dann schauen wir uns mal den Fuß von unten an. Und da geht es jetzt grundsätzlich um Arthrosen oder eben auch Hammer- und Krallenzeh. Was ist ein Hammerzeh? Ein Hammerzeh bedeutet, dass das Endgelenk des Zehs in dieser Stellung irgendwann seine im Grunde normale Nullposition findet. Oder beim Krallenzeh, dass es das Mittelgelenk ist, was in dieser Beugung dann irgendwann verharrt und relativ starr wird. Warum ist das so? Es gibt einen Muskel, das ist der Flexor digitorum longus, der kommt hier vom Schienbein auf der Rückseite und zieht hier einmal unten am Fuß entlang bis zum Endglied der vier Zehen, ne, Zehen 2 bis 4, 5, so. Und wenn dieser Muskel immer wieder Spannung aufbaut, und wie baut dieser Muskel Spannung auf? Also er macht eigentlich diese Bewegung, er beugt die Zehen und auch das Sprunggelenk. Und wenn wir gehen, dann brauchen wir diesen Muskel, um vorwärts zu kommen. Also das heißt, diese Muskeln unterm Fußballen greifen schon auch in den Boden, werden da aktiv und bauen auch da wieder Spannung auf. Wenn ich das nicht regelmäßig aufziehe und befreie, dann gurten sich auch diese Muskeln immer mehr zu
und ziehe natürlich dann langfristig all diese Gelenke ineinander. Wie Stößel und Mörser. Alles, was dazwischen ist, wird komprimiert. So entsteht halt Arthrose in all diesen Gelenken. Aber es kann eben auch passieren, dass wenn der Muskel in dieser Verkürzung bleibt, dass er natürlich langfristig durch seine neue Funktion die entsprechenden Gelenke in dieser Position fixiert hält. So. Das war jetzt der Hammerzeh. Und der Krallenzeh wird dementsprechend vom Musculus flexor digitorum brevis, der kommt hier von der Ferse, von der Unterseite und zieht nicht ans Endgelenk, sondern ans Mittelgelenk der Zehen. Das heißt, der zieht vor allen Dingen dann an diesem Knochen und der zieht dann entsprechend den Zeh in diese Krümmung. So. Auch der löst natürlich dann wieder die sämtlichen Arthrosen aus. Und nebenbei, wenn er hier nicht die Probleme macht, kann er natürlich auch am Ursprung die Probleme machen, auch hier direkt am Fersenbein von unten. Und so gibt es halt diesen plantaren Fersensporn. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn es dann wirklich unter dem Fuß wehtut, wenn ich entsprechend aufsetze. Auch hier Ursachenbehandlung, Spannung befreien, Muskel wieder aufziehen. Dementsprechend zieht er nicht mehr so stark an der Ferse und auch nicht mehr so stark an den Endgelenken. Und natürlich ziehe ich auch da langfristig wieder die Zehenknochen auseinander. Die Strukturen werden dekomprimiert und der Schmerz verliert seine warnende Funktion. So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch irgendwelche Beschwerden habt, dann, also unterm Fuß, ich hoffe nicht in anderer Form, dann meldet euch ruhig oder schreibt einfach einen Kommentar. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr da auch tatsächlich schon Einschränkungen habt, dann nutzt bestenfalls den Link unter diesem Video. Da gibt es einen kostenfreien Test, wo ihr entsprechende Bewegungen prüfen könnt, auf Schmerzhaftigkeit oder Einschränkungen. Ansonsten lade ich euch herzlich ein, den Schmerzfinder zu buchen, wenn ihr größere Beschwerden habt und vielleicht auch meine Unterstützung benötigt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns bestenfalls nächste Woche wieder. Alles Gute.